Herzlich willkommen zu dieser neuen Fortnite-Folge und demnächst Dynamit, Lootanzünden und Explosion erwarten. Ich hoffe, dass es nicht am Dienstag schon rauskommt, also wenn dieses Fortnite-Video rauskommt, werde ich das Fortnite-Video halt am Montag aufnehmen. Und ich hoffe, dass es erst am Donnerstag rauskommt, weil sonst kommt das Video, wenn ein neues Update rauskommt. Und ja, falls alles richtig läuft, kann ich euch in diesem Video zwei Glitches zeigen. Und ich würde sagen, ja, wir starten mit dem ersten. So Leute, ich hoffe, es klappt. Nein, ich habe Anwenden falsch. Okay, denn der Trick vom Unsichtbarwerden, ich hätte es fast geschafft, ist nämlich, dass man, also es geht nur in Spielwiese, man muss nämlich hier dieses Respawn benutzen. Und das heißt, man muss, ich habe jetzt was eingestellt, nämlich hier, wenn ich kurz runtergehe, ich habe hier ein bisschen auch was verstellt, was ich gleich mal ausprobieren werde, wie es geht. Hier, zum Suchen interagieren, rechts drücken an. Das heißt, man muss nämlich nur ganz kurz drücken, dann wird es hier alles eingesetzt. Das macht es leichter. Vielleicht sage ich das auch in Zukunft an. Ich muss drücken. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich muss mich erinnern, dass ich relativ, dass ich schnell X drücke. Also noch bevor er es eingenommen hat, muss man X drücken. Und ja, ich werde es jetzt probieren. Vielleicht wurde es schon wieder gefixt. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, der andere Bug sollte noch funktionieren. So, es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen zu langsam war. Ich werde es einfach ein bisschen probieren und dann mal schauen. Ich hab's geschafft. Lol, unsichtbar. Ja, ich bin unsichtbar. Okay, ihr seht's. Ich bin absolut unsichtbar. Vielleicht ist sogar Thumbnail so. Oder, warte. Habe ich irgendeine schöne Sicht? Sagen wir so. Thumbnail, vielleicht. Ja, ich bin unsichtbar. Das sieht sehr witzig aus, ich weiß. Und ja. Und ja, ich habe Nachladen ausgeschalten, damit dieser Bug funktioniert. Moment, interagieren, Nachladen, Schrägstrich interagieren. Genau. Ja, jetzt sollte das klappen wieder. Perfekt. Ja, schreibt unbedingt mal rein, wollt ihr, dass ich so ein, ja, vielleicht so ein Duell mache? Mit dem Emil oder so, man sieht ja gar nicht, ob man sprintet oder nicht. Moment, wenn man normal läuft, läuft man so. Ich sprint doch gerade nicht, oder? Kann ich halt jetzt selber nicht sagen, ob ich sprint. Doch, man sieht es daran, wie er den Ding hält. Genau, wie er den Grabbler hält. Okay, also ich sprinte. Ja, das ist der Bug. Ich hoffe, er gefällt euch. Wie gesagt, man ist unsichtbar. Ja. Für eure Mates, ihr könnt natürlich Gegner in Spielwiese damit trollen und einfach so rumlaufen mit Spitzhacke, weil die sieht man nämlich nicht. Und dann könnt ihr auf einmal, ja, ihr könnt ja einfach, Moment, ich habe Inventar verlegt, ich habe ein bisschen angepasst, also es könnte sein, dass ich gerade gleich mega verkacken werde aus Versehen, was natürlich nicht gut wäre. Ja, ihr könnt einfach so rumlaufen dann in Spielwiese und dann so und zack. Ja, und dann ist der Gegner down. Ja, das ist Trick Nummer Uno. Und den zweiten werde ich jetzt gleich mal auch noch ausprobieren und euch zeigen, ob er funktioniert oder nicht. Der sollte aber auf jeden Fall funktionieren. Ja, erster Trick ist schon mal sehr interessant. Und genau, ich kann es einfach daran zeigen, obwohl das vielleicht ein bisschen... nope, ich glaube, ich zeige es über woanders ran. Mit anderen Items. Ich finde den Trick übrigens sehr unterhaltsam. Okay. Aber man kann... Also irgendwie habe ich schon wieder aus Versehen ausgeschalten. Oder man kann in der Form nicht mit der Spitzhacke angreifen. Achso, ja, weil ich ihn... Als Bug habe ich... Ich habe angeblich den Schattenstein ausgerüstet. Ich kann den Schattenstein ab... Genau, aber man sieht nicht, dass ich den Schattenstein ausgerüstet habe. Und man kann auch nicht dashen im Übrigen, nur damit ihr es wisst. Hier, Schattensprung geht nicht. Hier, ihr hört es ja, dass ich drücke. Aber man kann ihn weglegen. Okay, dann lege ich es mal ab. Man kann es unendlich oft ablegen, es geht nicht mehr weg. Ja, was ihr einfach machen muss, damit es wieder weg geht, ist einfach respawnen. Und jetzt wisst ihr, wie dieser Trick geht. Ich hoffe, ihr könnt, ja, jetzt eure Freunde in Spielwiese komplett verarschen. Fliegen ist ja immer noch an hier drin. Ich finde es gut, ich habe jetzt was verändert, weshalb ich jetzt vielleicht schneller bearbeiten sollte. Genau, weshalb ich jetzt schneller bearbeiten können sollte. Hallo.
Ja, ich habe was angepasst. Also weshalb es vorkommt, dass ich jetzt nicht mehr aus Versehen auf nicht mehr bearbeiten gehe. Könnte sein. So, genau. Für den zweiten Bug braucht ihr einfach nur einen Geschützturm. Und ja, ihr nehmt jetzt dieses Item hier zum Beispiel mit. Genau, ihr seht, ich habe 5 Items und man kann tatsächlich 6 Items haben. So, ich nehme jetzt einfach, du sollst nicht zu nah hinlegen, man legt dieses eine Item hier hin. Dann geht man darauf, auf Einsteigen. Und dann fällt das Item hier hin. Genau, und jetzt sollte ich, hallo, falls ich es nicht verhauen habe, sollte ich jetzt, falls ich die Pumpkin da wieder rauskriege jemals, ich sollte jetzt eigentlich die Pumpkin mitnehmen können als 6. Item. Na, ich hole mal kurz ein anderes Item, weil die Pump ist jetzt da im Boden fest. Na, wir sehen uns sofort. So, genau, vielleicht kriege ich es jetzt hin, ohne dass ich was verliere. Also, ihr müsst einfach nur... Nein. Ich würde gern... Ich lege die Items zu nah da ran, das ist nicht gut. Moment. Wenn ich jetzt ein Item drop, man darf es nicht zu nah dran legen, weil sonst kriegt es nicht mehr, außer ihr baut es halt ab. Aber ich kann es jetzt schlecht abbauen, weil ich das ja bekommen möchte. Dann hole ich mir kurz ein anderes Item. Hole ich mir halt hier noch eine normale Scar, wohl, damit man den Kontrast besser sieht, hole ich mir noch hier die hier. Ja, so, vielleicht klappt es diesmal. Also, ihr müsst einfach ein Item hier hin droppen. Dann nehmt ihr euch ein anderes Item mit. So, passt alles genau. Dann macht ihr den da. Einsteigen. Und wenn ich jetzt wieder aussteige, sollte ich... Moment, ich habe irgendwas falsch gemacht. Weil man muss... Genau, ich glaube, jetzt hat es geklappt. Okay, es hat nicht geklappt. Irgendwas hat noch nicht geklappt. So, ich probiere es nochmal. Jetzt sollte es geklappt haben. Und genau, ihr seht, ich habe 6 Items. Ja, man sieht es natürlich nicht, aber ich habe die Sniper auf und ich kann jetzt auch, wenn ich möchte, einfach, sagen wir, falls ich wieder an irgendein anderes Item drankomme. Also ich habe jetzt rein theoretisch noch eine Sniper als 6 Item dabei. Ich kann jetzt vorerst nicht auf die Sniper zugreifen, sondern ich kann aber jederzeit einfach, wenn ich möchte, ja, das hier austauschen und seht, ich habe eine Sniper. Ich habe jetzt Sniper und Schildrank. Zack, ich kann es jetzt mit jedem Item machen. Also ich habe gerade 6 Items im Inventar, sehe ich einfach daran. Wenn ich den Grappler weglege, sollte ja im Inventar das Stachelstadion sein. Und was ist drin? Die Sniper. Denn ich habe 6 Items, man sieht natürlich nur 5, habe trotzdem 6 dabei. Und das ist der Glitch und den werden wir vermutlich auch gleich in der Runde noch anführen. Ja, wie ihr es genau machen müsst, kann es euch nochmal ganz kurz zeigen. Also der Glitch ist wie gesagt natürlich relativ stark. Und wenn ihr den Glitch aber ausführt, kann es natürlich... Moment, ich habe es schon wieder. Nein. Denn, ja, ich muss so machen. Moment, ich muss das jetzt noch irgendwann ein bisschen üben. Genau, dass ich es irgendwie hinkriege. Ja, wie gesagt, ihr müsst einfach ein Item hier neben droppen und dann aufnehmen. Also Y halt zum Beispiel in der Switch spielt. Hochheben und sofort einsteigen. Und dann liegt es daneben, dann könnt ihr es einfach wieder aufsammeln. Und dann hat es geklappt. Und ja, wenn ihr jetzt natürlich getötet werdet, wird sich natürlich jeder wundern. Hä, ihr habt auf einmal 6 Items dabei. Ich hoffe, dass das, ja... Ja, ich kann nichts versprechen, dass hier keine Probleme geben wird. Ich habe natürlich eingestellt, dass ich alles behalte. Blöd. Egal, ich kann euch jetzt nochmal alle 6 Items droppen. Und dann seht ihr ja, dass es geklappt hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das gleich noch einfach noch in einer schnellen Runde. So, nachdem ich nochmal alle 6 Items hier gedroppt habe, ihr seht 1, 2, 2, genau. Also ihr seht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Items und ja. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr alle aufheben. Wen wundert's? Weil ich sehr gedroppt. Also wenn ihr einmal ein Item davon gedroppt habt, von den 6 und nicht ausgetauscht habt. Also ich habe es ja vorhin ausgetauscht, deshalb ging es immer noch. Aber wenn ihr eins gedroppt habt, also von den 6 Items, dann könnt ihr kein 6. mehr aufnehmen, außer ihr macht halt wieder den Trick. Und ja, ich könnte jetzt halt zum Beispiel nochmal den Trick machen, das nochmal hinnehmen, aber muss ich ja nicht. Und ja, dann würde ich sagen, ja, Geschütz. OP. Ja, sehen wir uns dann in einer richtigen Runde. Also ja, ihr könnt den Bug mit dem 6 Items mitnehmen, auch im richtigen Spiel machen, also nicht nur in Spielwiese. Nur für den Unsichtbarkeitsbug müsst ihr halt, was hier nur in Spielwiese gibt, respawnen und ja, das geht halt logischerweise nur in Spielwiese. Aber ja, das ist der Bug. Und ja, falls euch der Bug gefällt, würde ich mich über eine positive Wertung freuen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal eine letzte Runde oder vielleicht sogar noch 2. Je nachdem, ich fände es halt cool, wenn ich jetzt
noch mal ein Item bekommen, um es dann noch wirklich mal auszuführen. Oh Gott. Okay. So. Ja, wie gesagt, ich guck mal, ob ich es ausführen kann. Und ich habe mein Inventar vertauscht, also auch einen anderen Knopf gesetzt, weshalb es vermutlich jetzt ein bisschen irreführend wird, die nächsten paar Runden, die ich spielen werde. Aber jetzt kann ich nämlich leichter bearbeiten und komme nicht aus Versehen noch auf einen anderen Knopf, wenn ich nur bearbeiten will. Ey, ich kann nicht bauen. Wow, du bist ja echt Legende. Und ich werde sterben. Hallo. Wieso connecte da schon wieder gar nichts? Junge. Ich das hasse, wenn nichts connected. Oh Gott, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber ärgerlich für den ist, dass er mich spielt. Jo. Das ist ärgerlich für ihn. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt einfach ein bisschen... Ich habe ja gerade einen Schuss gehört, wenn es noch steht und nicht zerstört wurde, kann ich den Bug auch gleich in-game ausprobieren. Mit einem sechsten Item. Man sollte sich natürlich überlegen, welches sechste Item. Und ja, wenn ihr danach am besten keine, also wenn ihr danach ein Item hier oder sowas verbraucht oder so, könnt ihr es halt danach nicht mehr mitnehmen. Also ihr solltet überlegen, welches Item es ist, was ihr dann da noch extra mitnimmt. Und ich will jetzt zum Beispiel so einen Taschenriss extra mitnehmen. Wenn ich es hinkrieg. Oder einfach den Taschenriss benutzen, um in die Zone zu kommen. Wie gesagt, müsst ihr euch überlegen, welches Item ihr halt benutzen wollt, weil ihr es natürlich nur einmal benutzen könnt. Junge, willst mich verarschen? Hallo? Danke. Kann ich jetzt bitte hier rein? Danke. Heal ist natürlich immer eine gute Alternative zu mitnehmen. So, und das Item, was ihr hier drauf legt, ist halt dann das, was ihr so gesehen dann verstecken wollt. In meinem Fall wäre es dann, wenn es dann jetzt die Verbände. Hat es geklappt? Das werden wir erfahren. Nein, und ich möchte auch die Verbände. Moment. Ah, hat schon wieder nicht geklappt, glaube ich. Nee, das was Item, was ihr hinlegt, ist und das, was ihr, glaube ich, mitnehmen wollt. Moment, ich probiere es nochmal. Jetzt soll es geklappt haben. Könnte ich das Item jetzt mir nehmen? Könnte ich es zumindest feststellen. Ich schaue einfach mal, ob es geklappt hat oder nicht. Ja. Bau dich bitte ab. Und es hat geklappt, ich konnte es mitnehmen. Perfekt, jetzt habe ich halt 6 Items dabei, einmal Heal. Und ja, jetzt wird sich natürlich euer Gegner wundern, wieso auf einmal 6 Items droppt. Aber ja. Moment, austauschen geht, ja? Genau, jetzt muss ich nochmal austauschen. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend dann. Wisst ihr was? Ich würde gern das Rift benutzen und das mit dem. Okay, jetzt habe ich... Okay, ich habe gemerkt, Verbände droppen jetzt. Ja, der Bug funktioniert nicht richtig, wenn ihr danach noch ein Item mit dem Rift benutzen wollt. Aber rein theoretisch hätte ich jetzt 6 Items haben können, nur habe ich es halt verhaut. Ja, falls ihr jetzt nochmal sowas findet, könnt ihr es natürlich nochmal ausprobieren. Und ja, ihr seht einfach, wie es funktioniert. Und ja, ist natürlich sehr cool. Obwohl man natürlich vorsichtig sein muss. Ich weiß nicht, inwiefern ihr für ein Problem kriegt. Aber soweit ich weiß. Ich meine, es ist ein Ingame-Fehler. Es ist kein Hacken oder so. Von daher liegt es ja nicht an euch, wenn ihr euch benutzt. Ich meine, ich benutze es ja jetzt auch. Also ihr solltet... Keine Angst, ihr solltet dafür nicht gebannt werden. Eben, da es halt so gesehen ein Trick ist, kann ich es euch nicht bestätigen, aber ja, sollte mich zumindest wundern, wenn ihr dafür jetzt gebannt werdet. Oh. Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass der relativ schnell down war.
Und er hat nochmal ein Geschütz, deshalb, ja, woran ich das jetzt gleich nochmal ausprobieren kann. Ja, falls ich es richtig gemacht habe. Sollte ich jetzt hier. Oh Gott. Sollte ich jetzt hier das bekommen? Bitte lass mich es bekommen. Und ich habe es richtig gemacht, das heißt, ich kann ja wieder 6 Items mitnehmen. Also ihr seht, es funktioniert. Ja, hat jetzt auch öfters funktioniert, von daher. Es ist nicht schwierig, aber. Ja. Wundert euch nicht, wenn es nicht immer das erste Mal funktioniert. Bei vorhin hat es mir ein Spiel. Bei mir hat es ja ein Spiel bis jetzt auch nicht ganz geklappt. Und wie kann ich heute nicht reden? Ja. Der Trick ist auf jeden Fall sinnvoll. Dadurch konnte ich mir jetzt noch ein extra Medkit mitnehmen. Auch wenn ich es jetzt verbrauchen werde und deshalb dann nur 5 Items im Inventar haben werde. Aber ihr seht, der Trick ist sinnvoll und sollte klappen. Genau. Jetzt seht ihr, hier ist dann die Shotgun. Also es hat geklappt und. Ja. Wie gesagt. So könnt ihr einfach 6 Items mitnehmen, ist relativ stark. Also lohnt sich zu machen. Und übrigens, mehr als 6 Items gehen nicht. Also es gehen wirklich in Anführungszeichen nur 6 Items. Und hier ist niemand drin. Naja, zumindest hat keiner rausgeschaut. Hallo. Ehrlich gesagt, wäre es mir recht, wenn ein paar mehr Hits connecten. Oh. Diegel. Man kennt sie. Und ich habe den Knopf. Da ich ein bisschen die Steuerung verändert habe, habe ich jetzt keinen Knopf mehr, wo ich das Material ändern kann. Das ist auch nicht gut. Oh, hallo. Okay. Hat ja geklappt, mein Trick. Ja, wie gesagt. Ihr könnt jetzt so gesehen so gut wie unendlich Items mitnehmen. Und mein Gott, ist hier viel Loot. So rein theoretisch hätte ich jetzt den Trick nochmal machen können, aber habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Ja, ihr könnt den Trick auch pro Runde unendlich oft wiederholen. Genau deshalb bin ich kein Fan, wenn die Gegner eine Diegel haben. Weil die Diegel nämlich mega OP ist. Hallo. Oh. Okay. Hä? Diegel ist vielleicht zurzeit etwas zu stark. Oh Gott. Habe ich nicht drauf geachtet. Na, komm. Peak, genau. Hätten jetzt treffen wollen, hat natürlich nicht geklappt. Ja, wow, jetzt kommt von der Seite auch noch einer. Ah, meinst du? Hä? Ist der blöd? Huh. Ich weiß aber schon, dass da noch eine Falle ist, oder? Hallo? Junge, der macht ja mega Panic Building. Okay. Ja, Leute. Erste Runde heute. 9 Kills. Und erster Platz. Ich will nichts sagen, aber easy. Okay, dann war es mit der Aufnahme. Ich habe euch 2 Mega-Glitches, Ultra-Tricks, wo ihr eure Freunde mega ärgern könnt oder auch einen Vorteil habt im Spiel. Das habe ich euch gezeigt. Ich habe eine gute Runde abgeliefert. 9 Kills, erster Platz. Relativ gut gespielt, würde ich behaupten. Und dann war es mit der Folge. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Mir hat Spaß gemacht. Und ja, ciao.